Hi Ladies! Ihr habt mich gefragt, ob Leinenkleider noch in sind. Und die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Ja, auf jeden Fall. Denn Leinenkleider oder allgemein Leinen ist relativ zeitlos. Und genau aus dem Grund habe ich euch ein wunderschönes Outfit heute zusammengestellt mit einem Leinenkleid. Aber bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder, alle Tipps und Tricks, die Links und Co. größer sehen wollt, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle wichtigen Details und Infos. Zum Leinenkleid. Hier habe ich ein Leinenkleid gewählt von Eddie Bauer, was ein sehr schöner Designer ist und er denkt sehr gut mit für die Frau. Was ich damit meine, ist, er hat sich hier mehr Sachen einfallen lassen, damit sich hier eine Frau richtig wohl drin fühlt. Und hier möchte ich zwei Dinge einfügen, die ja sehr augenscheinlich bei mir jetzt aufgefallen sind. Und es wäre der erste Punkt, unter den Trägern hat der Designer kleine Schlaufen gefertigt, dass der BH quasi da eingeschlaucht werden kann und somit euer BH quasi die Riemchen nicht mehr verrutschen können und dann immer irgendwie aus dem Kleid herausrutschen oder erstmal richten müsst sozusagen. Also da schon mal wieder ein sehr großer Komfort beim Tragekomfort von diesem Kleid. Und wenn man sich jetzt die Rückansicht anschaut vom Kleid, seht ihr oder müsst ihr dann wahrscheinlich draufklicken, um es zu sehen, dass der Reißverschluss gar nicht richtig zu sehen ist, weil er quasi leicht versteckt ist, damit das Kleid schön wirken kann und nicht unterbrochen wird von einem Reißverschluss. Das fand ich auch sehr schön gemacht, weil da denken nicht alle dran und diesen Stoffstreifen da zu sparen, ist halt Geld bei der Produktion und das machen dann doch relativ viele. Aber hier bei dem Leinenkleid wirklich rundum dran gedacht, dass es für euch perfekt zu tragen ist und ihr euch darin pudelwohl fühlt sozusagen. Aber zu dem Kleid möchte ich euch heute noch ein paar Accessoires empfehlen, weil ein Leinenkleid selber ist zwar schön und gut, gerade im Sommer, perfekt, aber man kann ein Leinenkleid wirklich wunderbar mit Accessoires kombinieren und gerade jetzt, ihr habt ja auch schon danach gefragt, ist es draußen ein bisschen kühl noch und damit ihr nicht frieren müsst, habe ich hierzu eine wunderschöne Cardigan ausgewählt. Diese Jacke hat quasi eine Wickeloptik und ist auch nicht gerade geschnitten, sondern leicht versetzt, dass diese Wickeloptik wirklich wunderbar ja, erreicht werden kann und passt perfekt zu diesem Leinenkleid. Und warum gerade so dieses leicht creme-beige, werdet ihr gleich sehen, weil die nächsten Accessoires bauen darauf auf, sind alle abgestimmt, dass ihr wirklich mit so einem Kleid ja immer top gestylt seid, egal zu welcher Jahreszeit. Und die Cardigan finde ich schön, aber ich möchte jetzt hier noch eins drauflegen, denn ich habe passend zum Kleid ein paar wunderschöne Sandaletten gefunden. Wie ihr seht, sie sind nicht sehr hoch, würde ich euch jetzt hier in dem Fall auch nicht so empfehlen, weil das Kleid relativ lang schon geschnitten ist und damit ihr schon alleine relativ größer wirkt, als ihr eigentlich seid. Und vielleicht auch der Hinweis, das Kleid ist nicht bodenlang geschnitten, das heißt, dass auch kleine Damen dieses Kleid tragen können und somit auch wieder ein bisschen größer wirken. Wenn ihr noch viel, viel kleiner seid, dann wählt natürlich Schuhe aus, die einen größeren Absatz haben. Aber ich finde, diese Schuhe passen wirklich perfekt zu diesem Kleid und den Cardigan und zum nächsten Accessoires, was ich euch jetzt noch empfehlen möchte. Denn bei so einem Kleid, was relativ schlicht gehalten ist, passt immer ein wunderschöner Gürtel. Ihr könnt natürlich spielen mit breiten Gürteln, mit dünnen Gürteln. Ich habe in diesem Fall diesen wunderschönen Gürtel hier gewählt. Er ist ein bisschen verspielt mit einer schönen Schnalle und gibt dem ganzen Kleid nochmal ein bisschen Halt. Nicht Halt von ja, Festigkeit, sondern ihr könnt ihn ruhig leicht locker oder schräg sogar tragen und leicht offen verkreuzt oder so. Was ich meine mit Halt ist, dass das eine Symbiose ergibt. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt haben wir, sage ich mal, schon ein Outfit, was doch schon sehr schön anzuschauen ist, aber mir fehlt noch der Eyecatcher. Und mit dem Eyecatcher meine ich jetzt hier in diesem Sinne ein wunderschönes Tuch, aber nicht irgendeins oder doch auch irgendwie so ein braun, beige oder weiß. Nein, da könnt ihr wirklich euch was wagen, ein richtig buntes Tuch euch auszuwählen. Hier habe ich ein wunderschönes Tuch herausgesucht, was wirklich
sehr, sehr bunt und auch schon fast gewagt ist. Aber ich finde, wenn man schon allgemein doch sehr schlicht, aber elegant unterwegs ist, kann man ruhig mit kleinen Accessoires, auch mit Tüchern, sehr schön was rausholen, um dieses ganze Outfit einfach abzurunden. Und somit habt ihr ein Kleid, ein Outfit mit diesem Leinenkleid gebildet, was ihr im Sommer oder auch im Frühjahr anziehen könnt. Und ich verspreche euch, ihr fühlt euch darin, egal welche Jahreszeit, als wäre es Sommer. Und dieser Urlaubsfeeling, den man spürt, nur selten im Jahr, wenn man gerade wirklich, wie gesagt, im Urlaub ist und am Strand lang spaziert, das ist damit wirklich schon wirklich fast garantiert und ihr könnt euch damit sehen lassen. Wenn ihr so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mal einfach unten in die Kommentare so genau wie möglich, was ihr sucht, zu was für einer Veranstaltung und wie ihr aussieht, welche Haarfarbe, lang, kurz und so weiter und so fort. Seid ruhig so detailliert wie möglich und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit euch vorstellen und euch damit glücklich machen. Und damit ihr so ein Outfit nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach abonnieren und verpasst sozusagen kein Outfit mehr und die dazugehörigen Deals und Sales nicht. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Outfit.